Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich bei deiner Legung. Du wolltest ja wissen, wie es mit dir und deinem Herzensmann weitergeht, ob ihr beide Dualseelen seid und ja, wie das Ganze weitergeht. Und dazu schaue ich mir mal das Hauptthema an zwischen euch. Und hier geht es um die Harmonie, aber auch um die Sexualität und die Balance. Das sagen ja hier auch die Lilien aus. Also ich weiß ja, dass ihr eine besondere Freundschaft habt. Also Freundschaft plus nehme ich mal an, dass du meinst unter besonderen Freundschaft und das zeigt mir hier auch die Lilien an. Wir haben hier auch noch den Brief, der für Nachrichtenkommunikation steht, aber auch für Oberflächlichkeit. Und das passt ja dann irgendwie auch zu dieser Freundschaft plus. Das Ganze ist auch sehr, sehr oberflächlich. Und ich habe hier daneben auch den Park, der für Verabredungen und Treffen auf der einen Seite steht, aber auch für die Öffentlichkeit. Und weil ich hier daneben auch die Schlange habe, die ja auch für Umwege, für Verwicklungen sorgt, heißt das für mich, dass diese Treffen, die ihr auch in Zukunft haben werdet, denn das ist ja auch eine Zukunftslegung, da wird es immer wieder Verwicklungen geben. Das Ganze scheint für ihn auch sehr, sehr oberflächlich zu sein. Ja, es scheint auch hier nicht so recht weiterzugehen, weil ich habe hier auch den Sarg, der ja für Stillstand und Stagnation auch steht. Also ihr seid jetzt auch an einem Punkt und es wird auch in Zukunft so sein, dass es weder nach vor noch zurück geht. Wir haben hier auch noch den Fuchs, der für Zwiespalt steht. Auf der einen Seite möchte man hier auch diese Sexualität leben, diese Balance, diese Harmonie, aber nichtsdestotrotz wird es immer wieder bei diesen Treffen diese Verwicklungen geben und diesen Zwiespalt geben. Und wie gesagt, der Brief steht ja auch hier für die Oberflächlichkeit. Man sieht das hier also auch sehr, sehr oberflächlich. Dann habe ich hier auch noch die Wege für die Entscheidungen, auch eine Entscheidung stagniert jetzt momentan. Aber weil ich hier den Anker für die feste Verankerung habe und hier der Blumenstrauß, der ja auch für eine Überraschung, ein Geschenk steht, würde ich schon sagen, es wird eine Entscheidung getroffen, es wird in die feste Verankerung gehen und das wird dich auch sehr überraschen. Also würde ich jetzt nicht sagen, weil du ja gesagt hast, dass er eher so eine jüngere Partnerin möchte, ja, dass er da überhaupt die Wahrheit sagt, ja, also dass gar nichts zwischen euch ist, also kein Gefühl auch von seiner Seite, kann ich hier nicht ausschließen. Man sieht es zwar sehr, sehr oberflächlich, ja, aber hier habe ich ja den Blumenstrauß, der ja auch für eine Überraschung steht. Und da würde ich schon sagen, dass in Zukunft eine Entscheidung getroffen wird und dass es in die feste Verankerung geht. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier ja auch die Stagnation. Also es kann hier auch wirklich noch dauern, bis man hier eine Entscheidung trifft, weil man hier jetzt aktuell an einem Punkt ist, wo es weder nach vor noch zurück geht. Aber dass eine Entscheidung getroffen wird und das für dich, denn die neunte Karte ist ja auch immer so das Endergebnis, eine Überraschung auf dich zukommt, mit der du gar nicht gerechnet hast, ja, sieht ja eigentlich sehr, sehr positiv aus, wenn auch jetzt das Ganze sehr verwickelt sein wird, wenn man nicht weiß, ja, in welche Richtung geht's. Hier haben wir auch den Zwiespalt, auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so, aber nichtsdestotrotz wird sich hier auch diese Harmonie bei euch beiden fest verankern, ja, und da wird auf jeden Fall auch eine Überraschung auf dich zukommen, mit der du so nicht gerechnet hast. Du kannst aber damit rechnen, dass es auch weiterhin sehr, sehr verwickelt sein wird, sehr viel Zwiespalt und auch dieser Stillstand. Ja, mit dem musst du halt leider jetzt auch ein bisschen rechnen. Aber nichtsdestotrotz, es wird eine Entscheidung getroffen. Du hast mich ja auch gefragt, ob er deine Dualseele ist. Und hier liegt keine Karte oder nicht diese Kartenkombination, wo ich jetzt wirklich sagen kann, das ist die Dualseele. Es fehlt mir hier das karmische Kreuz, es fehlt mir das Herz oder der Ring, mir fehlen die Sterne oder der Mond, der ja auch für die Spiritualität steht. Das liegt hier alles nicht. Also kann ich dir schon mit ruhigem Gewissen auch sagen, dass dein Gegenüber hier nicht deine Dualseele ist. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, das musst du entscheiden. Ja, also wenn es um den Leidensweg unter Anführungszeichen geht, könntest du fast froh sein. Ja, aber nichtsdestotrotz
Man sieht es zwar sehr oberflächlich, so die Freundschaft plus, und es wird immer wieder auch Verwicklungen geben, aber nichtsdestotrotz habe ich als Endeffekt hier wirklich den Blumenstrauß. Du kannst hier auch mit einer Überraschung auf jeden Fall rechnen. Ich würde auch sagen, ja, er hat hier Gefühle für dich. Es ist zwar hier noch nicht das Herz gefallen, wo ich sagen kann, okay, er hat hier die wahre Liebe, aber dass er so gar nichts für dich empfindet, ja, das kann ich hier nicht bestätigen. Auch wenn er das vielleicht sagt. Aber wir haben, wie gesagt, hier auch den Fuchs, der ja für einen Zwiespalt steht. Einmal so, einmal so. Und ich würde hier schon sagen, anhand dieses Blattes, er fühlt sich bei dir auch sehr wohl. Da ist auch die Harmonie drinnen. Er sieht dich auch wie ein Geschenk an. Ja, und dass er hier wirklich gar keine Gefühle hat, würde ich so jetzt nicht bestätigen. Da ist auf jeden Fall ein Gefühl da. Da ist auf jeden Fall noch Potenzial, dass das hier auch weitergeht, ja, dass es in eine gute Richtung geht. Ob es in eine Partnerschaft geht, kann ich dir aus heutiger Sicht noch nicht sagen. Auf jeden Fall wird hier etwas Überraschendes auf dich zukommen. Das ist ja auch schon mal ein guter Schritt. Ja, aber dass das jetzt hier vielleicht ein Ende nimmt und dass er hier wirklich nur eine Affäre sieht in dir, würde ich so jetzt nicht sagen. Ja, du hast ja auch geschrieben, er ist Langzeit-Single. Man kann sich das so vorstellen, ist halt dann auch nicht immer leicht, jahrelang vielleicht alleine für sich zu sein und dann vielleicht in eine Partnerschaft gehen. Das ist ja auch wieder eine Umstellung. Ja, und das braucht halt auch seine Zeit. Also würde ich jetzt nicht die Flinte ins Korn werfen. Es wird schwierig werden weiterhin, aber nicht ausgeschlossen, dass das eine gute Richtung nimmt. Ja, aber wie gesagt, sei darauf vorbereitet, dass es schwieriger werden wird. Ich kann dir nicht sagen, es wird alles super doll rosarot, das liegt hier nicht. Aber ich kann dir auch sagen, dass von seiner Seite mit Sicherheit auch ein positives Gefühl in deine Richtung ist, auf das man auf jeden Fall aufbauen kann, und er sieht in dir nicht nur diese Freundschaft plus. Ja, es könnte ja auch liegen, nee, er möchte nur diese Freundschaft plus mit dir und er hat überhaupt keine Gefühle für dich. Das würde ich aber hier nicht sagen. Ja, wir haben hier die Harmonie, zwar den Fuchs dabei, der ja auch für Zwiespalt steht, aber wie gesagt, ich habe auch hier den Blumenstrauß, der eine sehr, sehr positive Karte auch ist. Ja, also würde ich jetzt nicht sagen, dass er hier überhaupt nichts für dich empfindet. Und ich hoffe, dass du hier mit dieser Legung ein bisschen Klarheit für dich auch bekommst, und vielleicht triffst ja du die Entscheidung, indem du ihm sagst, dass du nicht nur mehr die Affäre sein möchtest, ja? Vielleicht ist das auch hier notwendig und dass das vielleicht auch ein notwendiger Schritt ist, um da hier wirklich auch eine Entscheidung zu verlangen, oder du triffst hier die Entscheidung, dass du das so nicht mehr möchtest, ja? Es ist ja auch von dir abhängig, wie du handelst. Wenn du das immer wieder zulässt, wird er hier keinen Anlass sehen, sich zu entscheiden. Ja, und auf jeden Fall würde ich hier wirklich noch nicht die Flinte ins Korn werfen. Und wenn du trotzdem noch Fragen hast, ja, melde dich einfach bei mir. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen, ja, eine Unterstützung sein, vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken anregen, ob du das weiterhin auch noch so möchtest, ja. Weil es ist oft wirklich so, wenn man als Frau das immer wieder mitmacht, gibt es dem Mann ja keine, hat der Mann ja keine, sieht er keine Notwendigkeit, eine Entscheidung zu treffen, ja? Und vielleicht liegt es auch hier an dir, dass vielleicht du hier diese Entscheidung triffst. Wie auch immer, wenn du Hilfe brauchst, melde dich bei mir. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Tschüss!